Gern möchte ich Ihnen heute einen besonders interessanten Fall eines 68-jährigen Patienten vorstellen, der sich wegen einer ganz ausgeprägten Gelbsucht, wegen dem Vorliegen eines Tumors im Bereich der ableitenden Gallenwege im Bauchspeicheldrüsenkopf in unsere Behandlung begeben hat. Bei einem bösartigen Tumor der abtrainierenden Gallenwege kommt es in der Regel zu einem sehr starken Aufstau der Galleflüssigkeit und meist führt dann der Gastroenterologe in einem ersten Schritt eine Entlastung dieser Gallenwege durch eine Endoskopie durch, damit sich der Bilirubinspiegel im Blut des Patienten und auch die Leberfunktion wieder stabilisieren kann. Das ist allerdings in unserem vorliegenden Fall aus technischen Gründen und aufgrund der Tumorlage nicht möglich gewesen. Man musste deswegen trotz dieser schweren Gelbsucht zur Operation schreiten. Im Rahmen der ersten Operation stellten wir fest, dass die Leber durch den Gallestau derart stark geschädigt worden ist, dass eine Entfernung des Tumors im Bauchspeicheldrüsenkopf für den Patienten zu gefährlich gewesen wäre. Wir führten daher eine operative Maßnahme durch, um die Galle direkt in den Dünndarm abzuleiten. Man nennt das eine sogenannte biliodigestive Anastomose. Diese kleinere Operation führte dazu, dass sich die Leberfunktion des Patienten sehr rasch erholen konnte und eine Chemotherapie begonnen werden konnte, die dazu gedacht war, das Tumorwachstum im Bauchspeicheldrüsenkopf zu begrenzen. In der Tat erholte sich der Patient so weit, dass nach einer kurzen Pause von 3 Monaten bei jetzt vollständig erholter Leberfunktion dann in einem zweiten Anlauf die große Operation durchgeführt werden konnte und der Bauchspeicheldrüsenkopftumor mit allen Lymphknoten in heilender Absicht in sogenannter kurativer Intention durchgeführt werden konnte. Im histologischen Befund bestätigte sich dann glücklicherweise eine vollständige Entfernung im Gesunden und der Patient ist jetzt heute stabil und zu Hause. Als Fazit zu diesem Fall möchte ich vielleicht Folgendes festhalten. Es gibt Situationen in der Medizin und bei bösartigen Tumoren, die eine primäre Entfernung des Tumors verbieten, weil die Operation aufgrund des verschlechterten Allgemeinzustandes des Patienten durch den Tumor in dem betreffenden Zeitpunkt zu gefährlich wäre. Man kann durch interventionelle Maßnahmen oder durch gestaffelte Operationen dann in vielen Fällen den Patienten doch noch so weit stabilisieren und in seinen Organfunktionen verbessern, dass die Entfernung des eigentlichen Übeltäters dann in einem späteren Zeitpunkt sicherer möglich ist. Wir kennen ähnliche Beispiele auch beim Speiseröhrenkrebs, beim Magenkrebs und bei anderen Tumorformen, wo wir durch eine Vorbehandlung oder eine Überbrückungsbehandlung das Risiko für den Haupteingriff vermindern können.